Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Wir sind mittlerweile in Cairns und wir melden uns wieder zurück. Genau. Schon ein paar Tage hier. Ja. Heute machen wir eine Great Barrier Reef Tour. Genau. Sind mal gespannt, wie das wird. Haben schon auf schlechte Sachen gehört, haben schon auf gute Sachen gehört. Wir sind gespannt, teuer ist's. Es gibt so viele Touranbieter in Cairns. Es ist echt fast unmöglich gewesen. Wir haben es dann einfach nach dem Preis gemacht. Also es war teuer, aber es war gerade ein Angebot mit Tauchen. Das heißt, wir gehen heute tauchen. Und ja, wir nehmen uns euch mit aufs Boot und überall hin. Und seid mal gespannt. Wir sind auf jeden Fall super gespannt. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen ein Zeitsprung. Das ist jetzt ungefähr 2-3 Stunden später. Wir hatten so gar keine Chance mehr zu filmen, irgendwie, weil es alles so schnell ging. Wir wollten ja eigentlich beide einen Intro-Dive machen, also mit einem Tauchlehrer einen geführten Tauchgang. Der allererste in unserem Leben, also zumindest jetzt im Nachhinein in meinem. Wir haben hier eine Einführung bekommen. Dann so eine halbe Stunde oder sowas, wo alles erklärt wurde. Und dann haben wir unsere ganze Ausrüstung bekommen. Und sind wir ganz langsam ins Wasser gegangen, haben noch so Übungen gemacht und so. Vor Ort wird es noch nicht mehr wohl gefühlt. Ja, genau, keine Ahnung. Ich habe halt angefangen und ich atme halt immer kurz mehr durch die Nase und beim Schnorcheln, dann geht's halt. Dann kann ich mich halt oben im Wasser. Wartet kurz. Mal abchecken, dass alle an Bord sind. Genau. Also dann will ich halt da rein und. Man muss halt durch den Mund atmen, natürlich. Das ist für mich einfach eine Qual gewesen. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich durch den Mund atme, kriege ich keine Luft. Und da war ich jetzt unter dem Wasser mit dem Ding und habe geatmet. Und ich habe echt das Gefühl, ich kriege einfach keine Luft. Am Anfang schneller zu atmen. Habe ich mich unwohl gefühlt und habe auch gesagt, also ich glaube nicht, dass ich das kann. Ob ich es nochmal versuchen will, habe ich es nochmal versucht. Aber ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt. Ich habe einfach das Gefühl, das ist ein ganz schwieriges Gefühl zu erklären. Und das Witzige ist halt, wenn ich normal tauche oder so, ist es kein Problem. Also ich habe kein Problem, unter Wasser zu gehen. Das ist nur dieses Unter Wasser atmen. Das hört sich blöd an, aber ja, das war nicht so wichtig. Ich will es nochmal versuchen. Weil ich der Meinung bin, es wird vielleicht mit der Zeit besser. Ja, nicht heute, irgendwann anders, irgendwann einmal. Also ich habe es ja gemacht und am Anfang fand ich es ehrlich gesagt mega. Ich dachte immer, wow, wie cool. Dann, wo es näher kam, war ich doch ganz schön aufgeregt und es war so mega gruselig. Und aber dann haben wir wirklich uns so viel Zeit gelassen unter Wasser, noch erst einen Meter unter der Wasseroberfläche so Übungen gemacht und so. Und dann ging es ganz langsam alles und man hat sich dran gewöhnt. Und dann war es voll cool. Ich war noch viel zu schnell vorbei, aber dann sind wir auch noch geschnorchelt. Und da waren so coole Fische. Ja, ich habe sogar einen Riffhai gesehen. Ich nicht. Ja, jetzt regnet es leider. Aber ja, im Wasser habe ich es gar nicht gemerkt, dass es geregnet hat. Obwohl einmal kam die Sonne raus, dann sah es gleich nochmal viel schöner aus. Also das war ein bisschen schade. Aber ja, jetzt haben wir hier drinnen jetzt Lunch. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Sieht eigentlich ganz gut aus, aber es ist eine lange Schlange. Ja, wir werden dann auch sehen, ob es für Vegetarier geeignet ist. Ich glaube schon. Also sieht ziemlich gut aus. Es sind so Kartoffelsalat und Gemüse, Grillgemüsesalat und Krautsalat und Gemüsesalat, also normaler frischer Salat. Alles asiatisch, Nudelsalat. Veganisch. Und halt Deutsch. Dann waren noch so Fleischplatten und so. Also eigentlich ganz gut. Also wir sind jetzt in der zweiten Location, das heißt wir gehen jetzt nochmal ins Wasser. Diesmal nehmen wir die Unterwasserkamera mit, leider haben wir keine GoPro, wenn ihr uns was schenken wollt. Nein, Spaß. Ja, hoffen wir, dass die Bilder gut genug sind, dass ihr auch was davon sehen könnt und hoffen, dass auch die Korallen genug hergeben.
hey, wir sind wieder auf dem Boot. Das zweite Mal schnorcheln war nicht ganz so cool wie das erste Mal. Das erste Mal habe ich einen kleinen Hai gesehen und jetzt nicht. Ja. Ich habe gar keinen Hai gesehen. Ja. Aber ich war tauchen und er nicht. Ja. Unsere Unterwasserkamera ist leider nicht allzu gut, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen. Es gibt jetzt noch Tee. Tee mit Obst. Und wir sind auch schon wieder auf dem Weg zurück nach Cairns. Irgendwann ist aufgehört zu regnen. Leider wir hatten die Drohnen dabei, wir hatten keine Zeit mehr, sie zu fliegen zu lassen. Was heißt doch, Zeit hatten wir ja, aber leider das Wetter halt nicht. Ja, am Anfang hat es geregnet und dann, als es nicht mehr geregnet hat, waren wir so lange im Wetter und als wir wieder rauskamen, waren nur noch 5 Minuten, bis wir gefahren sind. Und wir hätten so gerne die Drohne fliegen lassen. Sehr schade. Aber ja, wenn ihr es sehen wollt, kommt einfach her und guckt es euch selber an. Leider, ich glaube, das Video wird nicht ganz so cool, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, wir dachten auch, das ganze Video wird ein bisschen cooler. Aber wir erzählen euch später trotzdem noch ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt mal Obst essen. So, das immer wieder. Fazit-Time. Hanna soll am besten anfangen, weil sie war ja tauchen. Ich nicht. Also wir haben uns ja für diese Tour letzten Endes entschieden, im Tour-Dschungel. Weil die gerade quasi bei einem Special war, dass ein Intro-Scuba-Dive dabei war. Also da muss man dann keinen Tauchschein haben, sondern man kann das einfach machen quasi mit einem Guide und kriegt so einen Einblick. Und deswegen haben wir das genommen, weil wir dachten, okay, das ist bestimmt eine geile Erfahrung. Es war auch wirklich mega schön, es ging nur zu schnell rum, also es sind ja nur 20 Minuten für den Intro-Dive und es war, also ich will auf jeden Fall jetzt einen Tauchschein machen, so. Es war einfach unglaublich schön. Auch wenn man, finde ich, jetzt so von dem, was man sieht, hat man nicht mehr gesehen, als wenn man geschnorchelt ist, weil man beim Schnorcheln auch super nah rankam. Aber irgendwie war es einfach ein geiles Gefühl, so unter Wasser zu tauchen. Ja, für mich war es nicht ganz so geiles Gefühl. Ich will es aber nochmal versuchen, weil... keine Ahnung, ich wollte schon immer tauchen eigentlich. Ja, zum Schnorcheln. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ja, man hat viele Fische gesehen. Auch tatsächlich. Mega viele. Ja, mega viele. Und auch völlig cool. Ich habe sogar, wie gesagt, einen Hai gesehen gehabt, so einen Riffhai. Ja, wirklich echt in allen Formen und Farben und Größen. Und das war eigentlich schon ziemlich geil. Ja, Korallen hat man auch welche gesehen. Man hat auch manchmal, es war halt schon ziemlich hart, also halt schon wirklich fast komplett abgestorben und dann waren manchmal noch die Zipfel oder so blau oder nur einzelne Dinger. Die waren dann noch bunt, also man konnte auch mal dann erahnen, was für eine krass, wirklich richtig krasse Farbenvielfalt das dann mal war. Die erste leider Seite, jetzt nicht mehr so. Ja, der erste Ort, wo wir waren, war auch irgendwie ziemlich, also fand ich schon cooler als den zweiten, ne? Ja. Also wir haben leider nur beim zweiten dann die Kamera mitgehabt, sorry. Aber also sah es schon noch mal ein bisschen bunter aus. Es war jetzt auch so, dass heute anscheinend die Sicht getrübt war, also trüber als sonst. Weil wir hatten mal wie immer Pech mit dem Wetter, weil es halt geregnet hat und dann auch bewölkt war, dann war das Wasser nicht so blau und so. Pech gehabt, so ist es halt bei uns immer. Aber es war trotzdem, also wir haben uns jetzt mal überlegt, ob es uns quasi wert war. Es war uns insofern wert, weil wir es echt extrem bereut hätten, wenn wir es nicht gemacht hätten. Genau. Auch wenn wir eine billige Tour gemacht hätten, die nicht so weit rausgefahren wäre, hätten wir uns gefragt, okay, wenn wir weiter rausgefahren hätten, mehr gezahlt, hätten wir es besser gehabt. Jetzt haben wir das gemacht. Wir haben pro Person $200 gezahlt. Also schon habe also ich auch. Also 180 für die Tour und 200 Reef Tags, weil es ja 20. Mann, 220, weil es ja... nein, 180. Und 20. Ah, 180 für die Tour und 20 Reef Tags. Also im totalen 200. Genau. Und schon echt viel Geld. So viel dachten wir am Anfang nicht, dass wir dafür ausgeben. Es hieß Luxustour. Dazu gehe ich mal nicht ein, es war es ist halt, cool. Das heißt bei Erlen immer Luxustour. Die Crew war nett, das Essen war gut, auf jeden Fall besser als in Thailand, war ja aber auch deutlich teurer als in Thailand.
Und also wenn man schon überall auf der Welt schnorcheln und tauchen war, auf den Malediven und in Ägypten und irgendwas, dann hat man bestimmt schon geilere Sachen gesehen, weil es jetzt wirklich unser erstes Mal war, dass wir wirklich einen Korallenriff gesehen haben, war es schon ziemlich beeindruckend und hat uns auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, mehr Tauchen und mehr Korallenriffe. Und ja, aber jetzt erstmal auch wieder Bock auf Surfen. Ja. Endlich, irgendwann. Welche Tour haben wir denn gebucht? Ah, genau. Es war die Reef Quest von Divers Den. Genau. Nur, dass ihr das wisst, aber wir glauben eigentlich, es macht jetzt keinen großen Unterschied, welche man nimmt. Ja. Es gibt so viele Touren, die mit dem gleichen Angebot kosten, alle fast das gleiche. Und da, ja, also letztendlich macht es keinen großen Unterschied. Ist, glaube ich, der quasi in Anführungszeichen Pro-Tipp. Wie bei fast allem, einfach geht da überall hin, vergleicht die Preise. Oder lasst euch einfach von einem Freund sagen, der eine Tour hatte, die gut war. Und dann macht ihr die. Einfach nicht so viele Gedanken drüber machen, weil wir haben uns echt den Kopf drüber zerbrochen. Und glaube ich, letztendlich macht das, glaube ich, keinen so großen Unterschied. Genau. Aber jetzt sind wir auch schon wieder voll ins Labern verfallen. Mein Arm fällt gleich ab und wir haben Hunger, weil wir haben jetzt doch nichts vorher gegessen. Also, wir wollten das nämlich eine coolen Kulisse machen. Deswegen machen wir jetzt auf den Weg zurück nach Hause und bis deine Antenne. Bis deine. So, wir sind jetzt schon fleißig am Vlog schneiden. Das war jetzt ein Riesenzeitsprung. Aber uns ist aufgefallen, der Vlog geht jetzt schon länger als gedacht. Wir haben eigentlich gedacht, wir haben nicht so viel gefilmt. Beim Great Barrier Reef, wir haben euch zu lang voll gelabert. Ja, wir haben noch was gefilmt. Das machen wir jetzt einfach in den nächsten Vlog an und beenden hier das Video schon wo ganz anders. Das war das Problem, weil wir dachten eigentlich, wir machen einfach noch den nächsten Tag dazu und jetzt haben wir kein Ende für das Video, weil es schon viel zu lang ist. Oder auf jeden Fall lang genug. Ja. Deswegen beenden wir es jetzt hier. Ja. Und wir wollten noch eine Sache sagen. Wir haben im letzten Video angekündigt, wir sehen uns noch in einem Video, wo wir über das Auto reden. Aber uns beim Schneiden aufgefallen, wir haben eigentlich schon im Video fast alles gesagt, was mit dem Auto zu tun hat. Das kommt vielleicht irgendwann anders mal. Weil, ja, haben wir jetzt irgendwie dann doch nicht gedreht. Sorry. Ja. Auf jeden Fall, lasst uns doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, am besten auch noch natürlich ein Abo da. Und hier kommt ihr dann zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten, cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Von dem coolsten Hinterlag von Cairns und ganz vielen wundervollen Wasserfällen. Und ja, nicht verpassen, unbedingt wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Ade.